Hallo zusammen, ich melde mich nochmal mit einem kurzen Update zu unserem DeFi-Portfolio auf Polygon, denn der Markt hat sich ja gedreht über Nacht, es ist wieder alles hochgegangen. Ich rechne ehrlich gesagt, das sage ich auch direkt vorweg, nicht damit, dass es besonders nachhaltig ist, sondern ich glaube eher, dass das Ganze so ein Zwischenhoch ist, denn wir gucken gleich mal auf die Preise in Ruhe, aber ich sage es jetzt mal direkt vorweg als Einleitung. Ich glaube nicht, dass es nachhaltig ist. In diesem Update geht es jetzt darum, wir haben eine Gewinnmitnahmemöglichkeit und diese Gewinnmitnahmemöglichkeit, die werden wir natürlich auf jeden Fall nicht verstreichen lassen, sondern direkt mitnehmen. Deshalb zeige ich jetzt ganz kurz auch, was ich jetzt mache. Und ich werde jetzt nicht bei jeder Bewegung des Matic Tokens oder des Preises irgendwie ein eigenes Update machen. Das ist jetzt also nur am Anfang so, damit ihr im Grunde, wenn ihr jetzt gestern beschlossen habt, mitzumachen bei der Risikostrategie, dann auch wisst, was ihr zu tun habt in Zukunft, wenn sich der Kurs weiter bewegt. Und für diejenigen, die also gestern beschlossen haben, den riskanten Weg nicht mitzugehen, sondern die auf Nummer sicher gegangen sind, für die würde ich jetzt definitiv empfehlen, auch weiter auf der Seitenlinie zu bleiben und einfach quasi die Einlage bei Aave so zu lassen, wie sie ist. Also das heißt quasi, wenn ihr gestern die Schulden bei Aave zurückgezahlt habt, ihr also keine Schulden mehr habt bei Aave, sondern nur noch eine Einlage, ein Plus, dann ist definitiv empfehlenswert, das einfach in Ruhe zu lassen und gar nichts zu tun. Denn der Markt ist volatil und alles, was man jetzt an Risiko hinzufügt, das ist schon ein ganz schönes Risiko, weil es kann sich jederzeit alles wieder drehen und man muss den Kurs im Auge behalten. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Idee, wenn man also risikoavers ist, wenn man also jetzt kein Risiko eingehen möchte, lasst es einfach laufen. Es wird in ein paar Tagen vorbei sein und dann kann man wieder vernünftig mitmachen. So, und für diejenigen, die also gestern beschlossen haben, super, ich mache das mit, das volle Risiko. Für diejenigen ergibt sich jetzt also wieder ein kleines To-Do. Auch hier muss ich dazu sagen, es ist nicht besonders wichtig, dass man das jetzt macht. Es ist aber einfach natürlich auch blöd, wenn man jetzt so tolle Gelegenheiten einfach liegen lässt. So. Was ist jetzt die Idee? Schauen wir doch einfach mal rein in die Situation. Und zwar gehe ich als erstes mal auf D-Bank. D-Bank zeigt uns ja unsere ganzen aktuellen Positionen. Ich habe hier quasi Polygon ausgewählt als Blockchain. Ich habe also auch auf Ethereum noch eine Reserve, mit der ich arbeiten kann. Wenn also das Risiko zu groß wird, kann ich mich mit dieser Reserve ausbailen. Aktuell brauche ich dafür ungefähr $500. Ich habe 2400, weil hier liegt, glaube ich, noch ein Ether oder so rum. Sieht man ja hier. Oder irgendwie ist hier also sind hier noch Assets, ein paar USDT und so weiter, ne? Die liegen auf Ethereum, also schalten wir mal um auf Polygon. Auf Polygon ist unser ganzes Portfolio zurzeit $1104 wert. Das heißt also, wir haben angefangen mit $1220. Wir sind also im Minus. Das liegt natürlich, das ist logisch. Wir haben jetzt angefangen zu einem Zeitpunkt, wo die Kurse also höher waren als zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir hatten also jetzt noch keine Gelegenheit, hier irgendwelche Risiko Hedges oder so einzuführen, weil quasi am Tag oder eine Woche, nachdem wir angefangen haben, ist alles gecrashed, also keine Chance, hier irgendwas zu machen. Wir müssen uns also jetzt aus diesem Loch herausbuddeln und das machen wir jetzt also. Wir fangen jetzt mal an, das geht nur Schritt für Schritt. Was ist die Situation? Was ist der Anlass dieses Videos? Wir haben bei Aave jetzt eine Health Rate von 1,7 und unsere Idee war ja die ganze Zeit, dass wir im Grunde versuchen, diese Health Rate bei 1,3 zu halten und wir wollen jetzt in diesem Video hier die Health Rate wieder auf 1,3 bringen. Und das ist cool, weil wir können nämlich jetzt hier im Grunde ein bisschen was an Gewinn realisieren. Das machen wir folgendermaßen. Also, ach so, und es gibt noch ein kleines Zwischenupdate, und zwar musste ich gestern noch mal einmal $100 quasi mehr einlegen hier bei Matic. Deshalb sind wir jetzt bei 1091 WMATIC und oder Matic Einlage bei Aave und nicht mehr bei 991, wo wir gestern nach dem Video aufgehört haben. Also ich habe zwischendurch was arbeiten müssen, weil mir wurde da ein bisschen, also der Stuhl ein bisschen zu heiß, und ich habe irgendwie gedacht, dann gehe ich nochmal auf Nummer sicher und hole mir quasi, übertrage nochmal von SushiSwap
$100, kauft dafür Matic Tokens, legt die hier ein, damit die Health Rate wieder vernünftig aussieht. Die war nämlich zwischenzeitlich, weil der Matic Token noch weiter gefallen ist im Kurs, war die halt zwischenzeitlich wieder auf 1,2 und da musste ich dann handeln. Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und das ist natürlich das Doofe, wenn man irgendwie in so einem in so einer riskanten Position drin ist, dass man auch wirklich viel Aufmerksamkeit aufwenden muss und dass man auch immer wieder schauen muss und dann auch handeln muss, reagieren muss. Ich hatte also gestern etwas Mühe, zwischenzeitlich die Health Rate auf 1,3 zu halten. Das habe ich dann also irgendwann aber auch wirklich dann durchgezogen, indem ich einfach hier nochmal $100 weggenommen habe, bei SushiSwap dafür Matic Tokens genommen habe und hier die Einlage erhöht habe. Ich glaube, am Ende war das gar nicht nötig, weil wir so ganz knapp an der 1,1 oder sowas Health Rate gekratzt haben. Das heißt also, bei der Health Rate von 1 wäre die Liquidierung passiert. Es war knapp, aber ich bin da zwischenzeitlich eben auf Nummer sicher gegangen. So. Und das heißt also, wir haben jetzt 1091 Matic bei Aave. Ihr habt vielleicht nur 991, wie auch immer. Also jedenfalls ist bei mir jetzt die Health Rate sehr, sehr gesund mit 1,7. Und es ergibt sich jetzt hier die Gelegenheit, für wieder auf 1,3 runterzugehen. So. Und die Idee ist jetzt aber nicht, hier wieder alles rückgängig zu machen, sondern wir gehen jetzt einfach immer weiter ins Risiko und wir wollen unsere Bilanzsumme, das ist quasi die Summe von allen Assets, die wir haben, die wollen wir hochtreiben. Wir wollen die hochtreiben, weil je höher diese Zahlen hier sind, desto mehr APY haben wir ja, weil unsere APY hängt ja quasi von der Einlage bei Aave ab. So, das ist, spielt aber erstmal überhaupt keine Rolle. Was wir auch machen, also was wir machen wollen, ist auf jeden Fall hoch, nicht runter. Das ist, wenn wir in einer risikoaffinen Strategie sind, der richtige Weg. Das heißt also, wir könnten jetzt theoretisch die $200, die wir reingesteckt haben, wieder zurückgeben an SushiSwap, indem wir hier wieder Matic runterziehen, bis wir bei einer Health Rate von 1,3 sind, könnten dann hier diese Position erhöhen. Das ist eine Möglichkeit, das ist aber nicht die Möglichkeit, die ich wähle, sondern ich werde jetzt hier die USDT, das Darlehen also hochtreiben. Das ist die andere Möglichkeit, weil wenn das Darlehen hochgeht, geht die Health Rate runter. Und dafür müssen wir mal ein bisschen rechnen. Ich möchte euch jetzt den Rechenweg zeigen, wie ich also quasi von einer Health Rate von 1,7 runterkomme auf eine Health Rate von 1,3, indem ich das hier erhöhe. Den anderen Rechenweg haben wir gestern besprochen. Das ist ein bisschen was man dann so in Ruhe selber machen kann. Also es gibt eine Formel und so, schaut euch das Video von gestern an. Und mit dieser Formel kann man also dann im Prinzip ausrechnen, wie viel man hier jetzt entnehmen müsste, um auf 1,3 zu kommen. Darum geht es jetzt heute aber nicht. Es geht darum, diese USDT, die wir ausgeliehen haben, das Darlehen hochzubringen. Und wenn wir das hochbringen wollen, dann wird die Health Rate runtergehen. Und das aber um wie viel? Die Frage ist, wie viel können wir entnehmen, damit wir bei einer Health Rate von 1,3 ankommen? Und dafür brauchen wir zunächst einmal einen kleinen Blick auf den Kurs des Matic. Also wir sehen ja hier auch die Marktsituation allgemein. Bitcoin ist um 7,8% gestiegen, jetzt wieder bei 33.991, knapp bei 34.000. Ethereum bei knapp $2.000 wieder. Und der Matic-Token, der ist bei $1.18. Wir waren ja gestern so ganz kurz vor der $1-Marke und wären fast unter $1 gefallen. Ich glaube, wir sind sogar zwischenzeitlich auf unter $1 gefallen, aber nur ganz wenig. Also $1.18. Und jetzt zeige ich einfach mal, wie kommen wir jetzt quasi von dem mit den Werten, die wir haben, zu dem Health-Faktor von 1,3. Also wie viel können wir entnehmen, damit wir bei 1,3 Health-Faktor sind? Dafür habe ich eine Excel-Tabelle vorbereitet. Ich zeige aber einmal ganz kurz ein ganz wichtiges Ding, und zwar dieser Knopf hier Details, denn da steht ein Wert, den wir brauchen. Und zwar haben wir hier unter anderem also den Current LTV, das ist also quasi das Verhältnis zwischen Einlage und Entnahme. Wir haben also 40% unserer Einlage haben wir beliehen, beziehungsweise wir haben so viel geliehen, dass der Wert der ausgeliehenen Assets 40% unserer Sicherheit beträgt.
Wir können bis maximal 50% ausleihen. Und dann gibt es hier einen Wert, das ist der Liquidation Threshold. Und das ist im Grunde ein Wert, der anzeigt, der uns hilft, von quasi den USDT, die wir ausgeliehen haben, zu dem Punkt zu kommen, wo quasi Liquidierung stattfindet. Und das heißt, wir haben zurzeit 500 USDT ausgeliehen und das sind 65% von dem Liquidation Threshold, also von dem Wert, den bis zu dem die Matic Tokens sinken können, bevor liquidiert wird. Das ist also im Prinzip der Hell-Faktor ein bisschen in umgekehrt gerechnet. Also, es gibt einen Wert, an dem die Liquidierung stattfindet. Und das ist quasi der Wert, zu dem der Matic-Token, der Wert unserer Einlage, fallen kann. Wenn der Wert unserer Einlage dahin fällt, dann wird liquidiert. Und das ist also im Grunde, und das, was wir geliehen haben, ist 65% von diesem Wert. So, und jetzt können wir also anfangen zu rechnen. Und dafür zeige ich jetzt mal die Excel-Tabelle. Die müssen wir jetzt erstmal auf Stand bringen. Und zwar haben wir hier also einen Supply von 1091 Matic. Ich glaube, das spielt aber auch hier in der Tabelle überhaupt keine Rolle. Eine Supply Balance, das ist quasi der Wert unserer Einlage in Dollar. Das sind 1289 Dollar. 1289 Dollar. Ich nehme mir einfach die Werte, die hier stehen. 1289 steht hier drunter. Ich lasse die Nachkommastellen einfach mal ein bisschen weg. Wir haben hier geliehen uns 500 Tether und die sind wert 500 USDT, weil ein Tether ist ein USDT. Ich lasse auch hier diese ganzen Nachkommastellen, das sind jetzt zurzeit 501, das kann aber in der nächsten Sekunde schon wieder 500 sein. Das lasse ich weg. Ich tue einfach so, als wäre es eine 1:1 Deckung. Und dann haben wir hier eine Health Rate von 1,67. Dann trage ich das mal ein. Und ein Liquidation Threshold von 65%, der ist fix. Und dann ergibt sich also im Prinzip ergeben sich folgende Werte. Und zwar der Liquidation Value. Das ist im Prinzip also der, das ist also im Prinzip der Wert unserer Einlage, an dem, also das heißt, das ist die Zahl, das ist der US-Dollar-Wert, der US-Dollar-Betrag, bis zu dem der Wert unserer Einlage sinken kann, bevor die Liquidierung passiert. Und das ist die Formel von gestern. Wir haben einfach gesagt, der Liquidation Value, also der Wert, bis zu dem unsere Einlage sinken darf in US-Dollar, der ist die Supply Balance, also der Wert unserer Einlage aktuell, dividiert durch die Health Rate. Und das ergibt dann 771 Dollar. Also das heißt, wenn unsere 1091 Matic Token nur noch 771 Dollar wert sind, dann wird liquidiert. Und das wollen wir nicht. So, und unsere Borrow Balance, das ist quasi dann 65% von diesem Wert. Ne? Und das sind 501. Das heißt also, man sieht, dass diese ganze Formel und die Rechnung stimmt. Denn wir haben ja tatsächlich ungefähr 500 Dollar geliehen. Diese kleine Differenz hier von 1,70 Dollar, die ergibt sich einfach daraus, dass ich hier keine Nachkommastellen berechnet habe, dass die Zahlen wahrscheinlich auch extrem gerundet sind und so. Und da darf man jetzt nicht so genau hinschauen. Ne? Das heißt also, wir haben jetzt hier die Rechnung korrekt aufgebaut. Hier stehen die beiden Formeln. Und jetzt möchte ich gerne eine Health Rate von 1,3 erreichen und gebe jetzt also einfach hier mal die Health Rate von 1,3 ein. Und dann ergibt sich, dass im Grunde wir uns 644,5 Dollar maximal leihen können. Und damit wir eine Health Rate von 1,3 haben, also und wir haben schon 500 entliehen, das geliehen, ne, also aktuelle Borrow Balance sind 500. Und das bedeutet, dass wir jetzt also wir können also jetzt noch 144, 145 Dollar entnehmen. Das ist hier die Rechnung und schaut euch das einfach nochmal in Ruhe an. Ihr könnt ja auch Pause drücken oder zurückspulen. Ich will das jetzt nicht immer weiter erklären, weil dann wird das ganze Video zu lang. Ist ja jetzt irgendwie auch euer Job. Ansonsten schaut euch einfach hier ich blende die mal ein. Hier ist die Formel, also die Excel-Formel und dann ist hier die nächste.
Es sind aber eigentlich, ist das letztendlich, sind das zwar eine Division und eine Multiplikation, es folgt diesen Formeln hier, ne? Also das heißt, wenn ihr das irgendwie die Tabelle selber aufbauen wollt, dann schaut euch das einfach hier so an. Gut, dann, wir können also, weil wir schon 500 entnommen haben, noch $150 entnehmen. Und das machen wir jetzt einfach. Wir leihen uns jetzt hier $150. So, und jetzt kann man aber nur $141 entnehmen. Das ist auch total okay, weil es gibt noch einen, das zeige ich auch mal ganz kurz, es gibt noch einen anderen Faktor, der hier eine Rolle spielt, und zwar ist das Maximum LTV, das heißt, wir können nur 50% entnehmen von dem Wert unserer Einlage. Und das heißt also, wir sind quasi nah an dem, was man maximal entnehmen darf. Das heißt aber nicht, dass da eine Liquidierung stattfindet, sondern es ist einfach noch ein Sicherheitspuffer eingebaut. Wir können nicht ganz bis zum Liquidation Threshold, bis zum Liquidation Value entnehmen. Wir müssen irgendwie ein bisschen drunter bleiben. Deshalb also, man darf nur 50% entnehmen. Daran scheitern wir jetzt. Das ist aber auch total okay. An dem Punkt, also das heißt, ich gehe auf Borrow, ich gebe hier dann, ich nehme dann einfach das Maximum, dann sind wir auch bei einem Health-Faktor von 1,3, der hier berechnet wird. Und wie gesagt, das hängt alles auch ein bisschen von der Rundung dieser ganzen Nachkommastellen ab, und insofern ist das hier keine ganz exakte Berechnung. Dann leihe ich mir das einfach. Gehe hier nochmal auf die einen neuen Gaspreis. 30 Gray müsste eigentlich passen. Schauen wir doch einfach in der Zwischenzeit mal in der Polygon Gas Station nach, wo wir stehen mit dem aktuellen Gaspreis bei Polygon. Bei 11 Gray, also habe ich deutlich überboten, ist auch egal. So, dann habe ich also jetzt die Entnahme gemacht. Ich bin jetzt wieder hier im Dashboard. Ich bin bei 1,3 Health Factor, wie ja auch quasi besprochen. Ich habe fast meine ganzen Borrowing Power benutzt. Das heißt, ne, ich bin komplett am Limit dessen, was ich mir maximal entnehmen kann, nämlich also 49%. Und jetzt werde ich hier sehen, dass wenn der Health Faktor zu sehr sinkt, dann mache ich wieder das Gegenteil. Dann werde ich nämlich wieder hingehen und nicht hier reduzieren, sondern ich werde hier erhöhen. Das heißt also, ich habe jetzt $150 Spielgeld. Ich kann mit den $150 natürlich dann irgendwann wieder, wenn jetzt das weiter sinkt, für $100 neue Matic-Tokens kaufen, bis ich kein Geld mehr habe. Und das ist auch total wichtig, weil ich laufe jetzt Gefahr, dass meine Cash-Reserven immer weiter sinken. So, wo liegen jetzt meine Cash-Reserven? Meine Cash-Reserven liegen bei SushiSwap, weil wir haben ja hier bei SushiSwap in einen Pool eingelegt. Und zwar unter Yield gibt es hier jetzt, werden jetzt hier gleich die ganzen Yield Farms angezeigt, und da haben wir in einen Pool eingelegt USDC und DAI. Und wir haben also jetzt hier eine Einlage gemacht. Gleichzeitig haben wir auch USDT in unserem Wallet liegen. Hier sind die 141 USDT, die ich entnommen habe. Und hier irgendwo ist der Pool, da ist er, USDC DAI. Und hier sammeln sich inzwischen auch Rewards ein bisschen an, aber noch nicht allzu viel. Und jetzt als nächstes müsste ich im Prinzip meine Entnahme, die ich gerade bei Aave gemacht habe, die 141 USDT hier einlegen. Das geht nicht direkt, weil dieser Pool besteht aus USDC und DAI. Also gehe ich jetzt auf QuickSwap. Und tausche die Hälfte meiner USDC, die USDT, also meiner Tether, um in USDC, die Hälfte. Das sind ungefähr 70,5. Erst das Approval. Dann der Swap. Und das Ganze mache ich mit DAI auch, also USDT umwandeln in DAI. So,
dann warte ich noch, bis sich die Zahl hier aktualisiert. Ich war wahrscheinlich ein bisschen zu schnell für die Seite, dann lade ich hier einfach nochmal neu. Genau, da hat das auch mitgekriegt, was passiert ist, nämlich dass die Transaktionen durch sind. Gehe ich auf USDT, hier auf DAI. Tausche den Rest USDT auch um in DAI. So, dann bin ich hier fertig und dann gehe ich hier bei SushiSwap auf Add Liquidity. Da muss ich also jetzt quasi das einlegen, was ich hier an Tokens habe, also die USDC und DAI. Das machen wir jetzt mal. Dafür bekomme ich die LP-Tokens. Ich gehe das jetzt hier im Schnelldurchgang durch, denn das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein oder zweimal gemacht. Das kann man in den anderen Videos dann sich anschauen. So, jetzt habe ich erstmal die LP-Tokens, die ich brauche, um die zu staken. Ich gehe also nochmal auf Yield, warte, bis mir die Yield-Farm angezeigt wird. Hier ist sie, USDC DAI. Und dann gehe ich hier auf Stake. So, und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges, weil warum ist das Ganze jetzt riskant? Also wir sind jetzt fertig, wir haben quasi unsere Einlage auch wieder bei SushiSwap gestaked, um die Rewards irgendwie zu generieren. So, wir haben jetzt hier also Schulden in Höhe von 641 Dollar, aber wir haben eine Reserve bei SushiSwap von 441 Dollar. Das heißt, wir haben eine Differenz von 200 Dollar offen, die wir nicht aus den Mitteln, die hier in dieser Strategie, in diesem Portfolio drin sind, decken können. Das heißt also, wenn hier jetzt etwas passiert, weil das Ganze runtergeht, weil der Matic-Token also im Wert fällt und unsere Sicherheit im Wert fällt und wir hier nachschießen müssen, dann haben wir nicht mehr das volle Darlehen an Cash. Das bedeutet, ich brauche eine Cash-Reserve für den Notfall. Das heißt also, wenn ich wirklich hier die Reißleine ziehen muss, dann muss ich im Grunde also 200 Dollar von woanders her holen, weil die habe ich hier nicht mehr in der Strategie drin. Der Vorteil hiervon ist, dass also wir hier alle Positionen, die jetzt Yield generieren, die steigen. Der Nachteil ist, ich mache Schulden, und zwar reale Schulden, die hier durch diese Strategie nicht gedeckt sind. Und das heißt also, ich halte hier auf der Ethereum-Blockchain für diesen Fall, dass ich das im Notfall brauche, nochmal 2000 Dollar in bereit. Ich brauche im Moment nur 200 Dollar im Notfall. Das heißt, es würde reichen, wenn ich 200 Dollar habe, dann könnte ich mich hier ausbailen. Aber das ist eine Sache, die hoffentlich nicht passieren wird. Und wir erhöhen jetzt das Risiko. Das Risiko besteht ja darin, dass der Kurs fällt. Aber weil der Kurs jetzt sehr heftig gefallen ist, wird das Risiko geringer, dass der Kurs weiter fällt. Also das heißt, wir gehen ein höheres Risiko ein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber ein geringeres Risiko, dass etwas schief geht. Das gleicht sich jetzt risikotechnisch ein bisschen aus. Das kann aber, wie das bei Risiken ist, bedeutet das nicht, dass das eine Sicherheit ist, sondern das ist ein oder eine Gewissheit ist, sondern es kann durchaus sein, dass der Matic-Token richtig fällt, auch auf 10 Cent oder auf 5 Cent fallen kann. Und das wäre halt dann der Moment, wo ich mich ausbailen muss. Aber auf dem Weg nach unten, wenn es jetzt wieder nochmal 20% runtergeht oder 15% runtergeht, dann würde ich jetzt auf jeden Fall diese ganze Strategie wiederholen, Cash-Reserven bei SushiSwap locker machen, neue Matic-Token kaufen, Health-Faktor wieder hoch auf 1,3, dann weiter laufen lassen, wenn das wieder passiert, SushiSwap-Positionen ein bisschen auflösen, alles wieder hochbringen, Matic wieder hochbringen, Health-Faktor hochbringen, immer mehr Matic-Token auf dem Weg nach unten kaufen, weil irgendwann wird sich das Ganze wieder drehen. Und dann haben wir eine ganze Menge Matic-Token, die im Wert steigen. Viel mehr, als wir vor der Strategie hatten. Das ist die Idee. So, und das lassen wir jetzt einfach mal eine Zeit laufen. Ich werde jetzt keine
wahrscheinlich keine weiteren Updates machen, weil ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Und wir schauen einfach mal jetzt in ein paar Tagen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Deshalb also von meiner Seite jetzt wahrscheinlich erstmal Pause, außer es passiert irgendetwas total Unvorhergesehenes, wo man auf jeden Fall nochmal drauf reagieren muss. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.